der Teilnehmerinnen. Ich darf auch an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass die Redebeiträge die Dauer von 3 Minuten nicht überschreiten sollen und ich ersuche, gleichzeitig diese Vorgabe einzuhalten. Ich darf darauf hinweisen, dass ein rotes Lämpchen leuchten wird, 1 Minute vor Ende dieser Redezeit, und das ist der dezente Hinweis, zum Landeanflug anzusetzen. Zu Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete Maximilian Köllner. Bitte. Abgeordneter zum Nationalrat Maximilian Köllner von der SPÖ ist am Wort. 3 Minuten beträgt seine Redezeit. Danke, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst möchte ich dem Bundesratspräsidenten Günter Kovács für die heutige Initiative zur Enquete danken. Sehr, sehr wichtige Zukunftsthemen, die hier angesprochen werden, beziehungsweise eigentlich sogar gegenwärtige Themen. Und ich möchte aber auch, weil die Redezeit kurz ist, gleich den Ball sozusagen Volley aufnehmen von Herrn Magister Mina, dem CEO von John Harris Fitness. Für mich persönlich ist das Thema Sport und Bewegung im Kontext der Politik, ehrlich gesagt, ein sehr emotionales Thema. Vielleicht bin ich da befangen durch meine Rolle als Sportsprecher der SPÖ im Nationalrat, aber nicht nur in meiner Rolle als Sportsprecher, auch in der Freizeit bin ich stets sportaktiv gewesen, sportbegeistert. Für die große Fußballkarriere hat es vielleicht nicht gereicht, aber für den Amateurfußball 20 Jahre lang, und ich bin auch heute noch gerne im Fitnessstudio oder in der Natur draußen beim Laufen. Und ich sehe ganz einfach, wie viel Potenzial wir in unserer Gesellschaft noch haben, wie wir noch besser werden können und müssen. Und so wie sich die Sportlerinnen und Sportler ehrgeizige Ziele stecken, müssen wir auch, glaube ich, in der Politik erfolgreicher werden, wenn es darum geht, das Volk in Bewegung zu bringen und damit zur Prävention von Krankheiten und zur Gesundheitsförderung aktiv beizutragen. Und Bewegung und Sport wirkt sich unbestritten positiv auf das persönliche Wohlbefinden und auf die Gesundheit aus. Ich würde fast sagen, Fitness ist die beste Medizin. Aber nicht nur das, Bewegung und Sport hat auch einen enormen volkswirtschaftlichen Nutzen und ökonomische positive Effekte. Und das möchte ich anhand einiger weniger Zahlen belegen, eine Studie von der Bundessportorganisation Sport Austria. Die Hälfte der österreichischen Bevölkerung macht rund 150 Minuten moderate oder intensive Bewegung pro Woche. Das ist das, was auch die WHO empfiehlt und was man in der Fachsprache als Health Enhancing Physical Activity bezeichnet. Und dazu gehört zum Beispiel zügiges Gehen, Laufen, Aerobic oder Radfahren. Auf der anderen Seite haben wir aktuelle Kosten durch Inaktivität von 1,6 Milliarden Euro. Das entspricht 3,6% der Gesundheitskosten bzw. 0,5% des BIP. Umgekehrt wiederum, aktueller Nutzen durch Aktivität sind 955 Millionen Euro. Da muss man aber wieder Sportunfallkosten abziehen, wo dann verbleiben positiv 530 Millionen Euro. Würde jetzt die Anzahl der Menschen, die diese Empfehlung der WHO erfüllt, um 10% gesteigert werden, dann hätten wir ein Einsparungspotenzial von 117 Millionen Euro. Und jetzt will ich noch gar nicht reden von der großen Vision, dass jeder in Österreich diese Quote erfüllt. Dann hätten wir nämlich ein Einsparungspotenzial von 1,15 Milliarden Euro. Ich wollte jetzt Sie nicht verwirren mit den Zahlen, aber ich glaube, man sieht, dass wir hier sehr, sehr viel noch bewegen können, was an Einsparungspotenzial auch bei den Gesundheitskosten betrifft. Was wir am Ende des Tages dann daraus rauslesen können, ist, umso mehr sich eine Gesellschaft bewegt, umso gesünder ist sie. Und damit bin ich eigentlich schon beim heutigen Thema, die Zukunft der Gesundheits- und Sozialpolitik. Wie können wir die Pflege der Zukunft finanzieren? Wie können wir das Altern in Würde gewährleisten?